Seit jetzt schon 10 Jahren führen wir an der Universität St. Gallen in Zusammenarbeit mit Swiss Future, der Schweizerischen Vereinigung für Zukunftsforschung, den Hoffnungsbarometer durch. Das ist eine Umfrage in der Schweiz und in anderen Ländern, wo jährlich um die 4.000 bis 5.000 Personen teilnehmen, wo es wirklich um die Hoffnungen, um die Wünsche, um die Sehnsüchte der Menschen geht. Wir haben in den Medien oftmals sehr negative Nachrichten und wir haben festgestellt, dass die Menschen, wenn man sie fragt, wie hoffnungsvoll sind sie in Bezug auf Wirtschaft, Politik, soziale Themen und so weiter, doch relativ oder recht skeptisch bis hin zu pessimistisch sind, eingestellt sind. Und es gibt auch Menschen, denen es nicht gut geht, das wissen wir, das gibt's. Aber interessanterweise sagen die Menschen handumkehrt, dass sie, die meisten Menschen, mit ihrem Leben sehr, sehr zufrieden sind und dass sie auch zuversichtlich und hoffnungsvoll in die Zukunft schauen. Und das hat uns dann interessiert, ja, worauf hoffen die Menschen denn dann? Und da ist es sehr spannend zu sehen über die letzten 10 Jahre, wie sich die Ergebnisse immer wieder wiederholt haben. Das Wichtigste für die Menschen ist die Gesundheit. Das Zweite ist, dass sie eine glückliche Familie haben, eine glückliche Ehe führen, eine glückliche Partnerschaft. Das Dritte ist, dass sie ein harmonisches, ein ausgewogenes Leben haben. Das Vierte ist oftmals, dass sie mit Menschen in Harmonie, aber auch eben in guten Zusammen, in menschlichen Beziehungen leben, dass sie nicht getrieben sind, dass sie Selbstbestimmung haben und dass sie eine sinnerfüllende, zufriedenstellende Aufgabe haben. Und jetzt stellt sich die Frage, was hilft den Menschen, das zu erreichen? Und wir haben eben auch festgestellt, dass es bestimmte Werte gibt, die die Menschen beherzigen, die ermöglichen, dass wir diese Hoffnungen überhaupt erfüllen können. Und das sind ja, Hilfsbereitschaft, Toleranz, Fürsorge mit anderen. Interessanterweise ist, dass Themen wie Geld, die materiellen Aspekte oder auch Karriere, die nicht unwichtig sind, in der Liste der Prioritäten ziemlich weit unten abschneiden. Schließlich stellen wir immer wieder fest, dass man sich in eine Negativspirale eingeben kann. Also man kann negativ denken, man kann sich Sorgen machen, man kann die Probleme dieser Welt in den Vordergrund stellen. Oder man kann an das Gute glauben, an sich selbst zuallererst. Das ist das, wo die meisten Menschen auch tun. Sie glauben an ihre Kraft und Initiative, aber auch an die Hilfsbereitschaft und an die Zuneigung anderer Menschen und vielleicht sogar an die Güte eines größeren Ganzen. Da kann jeder Mensch für sich entscheiden, ob das, wer das ist und wie das gestaltet ist. Und da entsteht dann eine Positivspirale, eine Spirale, die dazu führt, dass auch in schwierigen Situationen, wenn jemand krank ist, wenn jemand ja, eine finanzielle Krise oder eine familiäre Krise hat, trotzdem an sich glaubt und vertrauen kann, dass es ihm gelingen wird oder ihr gelingen wird oder dass eben eine neue Zeit auch aufbrechen wird, wo es besser gehen wird. Und das ist letztendlich Hoffnung. Hoffnung ist, dran zu bleiben, nicht aufzugeben und sich zu engagieren, auch trotz Hindernisse.